Herr Landeshauptmann Stellvertreter, die Erbauer 2011 ist wirtschaftlich sehr wichtig für die Region. Welche Zahlen, welche Fakten gibt es dazu? Ja, wir erwarten 280.000 Besucherinnen und Besucher. Damit ist das die größte Veranstaltung der Steiermark in diesem Jahr, eine der größten in Österreich. Damit auch bewiesen, dass die Steiermark eine Destination für Großveranstaltungen wird. Und wenn 280.000 Menschen einen Tag oder zwei Tage da sind, ergeben sich 60.000 Nächtigungen, ergibt sich, dass die Wirte 53 aus der Region werden hier sein, um Speis und Trank anzubieten, Tausende werden mithelfen, ergibt sich natürlich eine Wertschöpfung für die Region. Mittelfeld, Judenburg, Murau ist sehr gut vorgebucht, besser als 2009, Leoben, Graz bis hinauf ins salzburgische Damsweg. Alle profitieren mit und dadurch kann man mit Fug und Recht erwarten, dass etwa 15 Millionen Wertschöpfung zu haben sind. Und das ist für die Region, die lange genug benachteiligt war, natürlich ganz, ganz wichtig. Jetzt nach der Eröffnung des Red Bull Rings auch wieder die Erbauer zu haben. Mit Erbauer und Red Bull Ring hat die Region ja einiges zu bieten. Was erwarten Sie sich für die nächsten Jahre? Kann dieser Trend ausgebaut werden? Gibt es weitere Großprojekte oder war es das jetzt einmal? Naja, das ist ja in jedem Fall ein Quantensprung. Es ist endlich die Debatte um den Ring vorbei. Und das Neue am Red Bull Ring ist ja, dass es mehrere mittlere und größere Veranstaltungen gibt. Und nicht wie seinerzeit bei der Formel 1 einen Groß-Event, wo ich viel zu wenig Zimmer habe, viel zu wenig Beherberger habe, sondern jetzt habe ich viele. Das ist für den Wirt, das ist für den Beherberger eine bessere Auslastung. Und selbstverständlich, der Ring ist so gebaut, dass man dort auch Großveranstaltungen auf dem musikalischen, kulturellen Sektor machen kann, wie wir das einst schon hatten. Rolling Stones, Bon Jovi waren ja schon hier. Das alles ist angedacht. Also, wir wollen nichts verschreien, aber diese Region ist im Aufwind.